Servus Leute, was geht ab? Hier ist Schürze und DJ Robin, hallo. Und wir sind hier in Frankfurt und ihr lest ja alle die Zeitung und schaut fern. Laila soll sexistisch sein und wir machen uns heute selber in der Fußgängerzone in Frankfurt auf die Tour und schauen, was die Leute dazu sagen. Kommt mal mit, Abfahrt. Robin, guck dir das an. Haben wir das Kamerateam da? Alter. Leute, hier hat sich wieder jemand aufgeregt, dass Laila nicht gespielt werden darf. Bestimmt aus Würzburg. Man weiß es nicht. Ja und nein. Sehr gut. Richtig. Und da ist gerade eine Sexismusdebatte ausgelöst worden. Und jetzt ist die Frage, ist dieses Lied sexistisch und sollte es tatsächlich nirgendwo mehr gespielt werden? Nein, das ist cool. Dankeschön. Glaubt ihr, dass Deutschland andere Probleme hat, wie sich über sowas aufzuregen? Definitiv. Wir sind die zwei Sänger von Laila. Bruder, ich finde den Song geil, ich sag dir ehrlich. Gut, halt, genau das wollte ich hören. Wir stehen heute in der Bildzeitung und zwar auf der Titelseite. Städte wollen unseren Song verbieten, dass wir den da spielen. Da findet ihr den Song sexistisch? Oder ist schwierig. Weil wenn du den sperrst, dann ist so gesehen, musst du eigentlich auch die Rap-Lieder sperren. Ich meine, es ist ja nur ein Song und es geht ja um keine reelle Person. Bisschen übertrieben finde ich schon. Findest du es auch übertrieben? Ja, ich finde es halt Quatsch, dass die sowas machen. Also generell ist ja nur so ein Song, ist ja nicht gegen eine Person generell. Feiert ihr den Song privat auch? Ja, ich habe ihn in meiner Playlist. Sehr geil. Der Song ist geil so zum Feiern und wenn die Leute es mögen. Aber wie du es schon vorhin erwähnt hattest, muss man dann eigentlich auch die Rap-Lieder so sperren. Die höre ich selber auch und dann finde ich es ein bisschen übertrieben. Kennt ihr den Song Laila? Ja. Das sind Robin und ich, tatsächlich. Und jetzt stehen wir heute auf der Titelseite der Bild-Zeitung und das Lied soll in manche Städte nicht mehr gespielt werden. Findet ihr den Song sexistisch oder findet ihr es übertrieben, dass der in manche Städte nicht mehr gespielt werden darf? Ich weiß es nicht so ganz bisschen, aber es ist ja Spaß, denke ich mal. Wie seht ihr zwei das? Also ich glaube, zum Trinken ist schon geil. Auch in Malle ist auch ziemlich geil. Findest du, dass dieses Land andere Probleme hat, als sich in Lieder einzumischen und die zu verbieten? Schon. Da kommt schon die Polizei wegen eurer Aussage. Also ich glaube, es gibt halt schon Wichtigeres, als sich damit jetzt auseinanderzusetzen. So, es gibt immer Leute, die sich über irgendwas aufregen. Ja, es gibt immer irgendeinen Grund, worüber sich die Menschen aufregen, aber das Wesentliche wird halt dann vergessen. Ne? Ja, der hat sich zerdoviert. Kumpel aus unserer Klasse, der liebt das Lied. Sag dem Kumpel einen Gruß von uns. Machen wir auf jeden Fall. Grüße, Tim. Tim. Vom Eric Clapton. Nee, das ist die alte, das ist ein alter Song. Ist von Eric Clapton, der alte. Richtig. Die neue kenne ich nicht. Sag dir. Der ist von uns zwei und der ist gerade in der Charts in Deutschland auf Platz 1. Und da wird darüber diskutiert, ob der sexistisch ist oder nicht. Ach, das habe ich doch wahrscheinlich auch. Ja, ist gut. Bitte? Ja. Ich finde, es wird sehr, sehr viel einfach im Moment. Reglementieren. Finden Sie auch, dass Deutschland andere Probleme hat, wie sich darum zu kümmern, ob ein Song gesperrt oder verboten werden sollte? Hallo, wir haben ja immer noch ein bisschen künstlerische Freiheit. Ne? Eigentlich ist das geil, das Schlimme für die Leute tatsächlich, dass wir in dem Text singen, sie ist schöner, jünger, geiler. Also wir beleidigen niemand. Ach so. Ja, wir beleidigen niemand, aber, okay, aber ja, dann müsste Skandal im Sperrbezirk auch verboten worden sein. Beziehungsweise, ja. Ja, natürlich ist so ein lustiges Lied. Ja. Joanna, du geile Sau, gab es ja früher auch. Ja, und oder diese Friseurinnen. Ja, und damals hat sich aber niemand beschwert, da haben die Leute das gefeiert. Wir werden immer Brüder. Ja, ja so, ich habe einen Puff und meine Puffmama heißt Laila. Den Song schon mal gehört. Ja. Genau. Hat die Bildzeitung uns jetzt heute auf die Bildzeitung vorne drauf? Der Song findet ihr denn so sexistisch oder überhaupt sexistisch? Nö. Zum Party machen, top, oder? Ja, Ohrwurm halt. Also, so Leute sollten ein bisschen lockerer werden, denke ich mir. Mein Gott, wir wissen, dass es hier Puffs gibt ohne Ende. Wir sind momentan auf der Frontseite von der Bild. Und zwar wird der Song verboten in zwei Städte, weil er zu sexistisch sein soll. Würzburg und so haben wir schon gesehen. Und Düsseldorf. Deine Meinung, du kennst den Song oder hast ihn zumindest mal gehört. Ist es zu sexistisch? Gehört er wirklich verboten oder nein? Nein. Ich sag künstlerische Freiheit. Wie bei anderen Liedern und so, die sind viel schlimmer. Also finde ich nicht unbedingt, dass er zu extrem ist. Findest du, Deutschland hat andere Probleme, wie sich um sowas zu kümmern, um Lieder zu verbieten? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also da gibt es genug Gründe, Pädophilie und so weiter. Da würde ich jetzt nicht so ein Drama drum machen. Was ist Ihre Meinung dazu? Gehört der Song verboten? Ist der zu sexistisch? Oder nein, gehört auf jede Party? Ich habe den,
habe den Song gar nicht ganz gehört. Ja. Ja, nur ich habe das in den News irgendwie gelesen und dann habe ich mir das mal kurz reingehört. Das, was ich gehört habe, offenes Land, kein Problem. Gestern zufällig im Dienst gesehen. Ja. Irgendjemand hat eine Reportage gegeben. Ja. Heute steht in der Bildzeitung auf der Titelseite, der Song wurde in zwei Städte verboten, weil er zu sexistisch sei. Genau, in Düsseldorf noch. Findet sie den Song auch zu sexistisch? Nein, ich finde es nicht sexistisch, aber Bayern ist halt immer speziell, sage ich mal. Die backen ihren eigenen Brötchen und in der Hinsicht finde ich nicht so sexistisch. Findest du auch, dann sollten andere Lieder auch verboten werden, wenn dieses Lied verboten wird? Ja, wenn man in der Hinsicht so schaut, dann müssen andere Lieder, englische Lieder auch, die sind ja auch manchmal voll krass, müssten dann auch verboten werden. Findest du, dass wir in Deutschland auch andere Probleme haben? Definitiv, also da haben wir ganz andere Probleme, als irgendwelche Lieder zu verbieten, die, sage ich mal, ein bisschen mit Jux und Gaudi da zu tun haben. Also da haben wir definitiv ganz andere Probleme mit Corona, mit Krieg, Spritpreisen und dergleichen. Also besser kann man es gar nicht ausdrücken. Wir bedanken uns und wünschen noch einen schönen Abend. Dankeschön. Danke auch. Danke. Ich mache noch ein Foto mit euch zusammen. Ja, gerne. Wir waren jetzt in Frankfurt und wir haben sehr, sehr viele Meinungen gehört. Und 99,9% sind unserer Meinung, diese Schlagzeile ist Quatsch. Dieser Song gehört nicht verboten, oder Robin? Definitiv, sonst hätten wir, glaube ich, ganz andere Statements gekriegt. Und es ist wirklich so, dass wir fast keinen getroffen haben, der was dagegen hat. Also. In diesem Sinne, Schlagzeile für den Arsch. Wir sagen Dankeschön, Frankfurt. Wir waren vor Ort. Haut rein, bis bald. Adios. Wo sind die Herzen für Leila?